Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar Minecraft. Und ja, die Aktivität sprudelt bloß und wir spielen auf dem Server Hive und das schöne Spiel Party Games 1. Und ja, hier sind wir nun in der Lobby, warten darauf, dass es vorangeht. 5, 3, 2, 1, go! Und wir sind jetzt in der Runde. Und hier werde ich nun mit meinen super Cutter-Künsten, oder mal schauen, ob ich es überhaupt mache, zwar meine Color Correction reinbringen und den Vergleich ohne Color Correction machen. Das heißt, ihr seht mit Color Correction und ohne, in so einem schönen Übergang, hoffe ich. Und dann könnt ihr natürlich schreiben, was euch besser gefällt. Mir gefällt mit Color Correction, aber jetzt, wenn man ohne Shader spielt, irgendwie besser, hoffe ich. Ich weiß es ja nicht. Weil in dem CSGO-Video habe ich es gemacht und ich muss sagen, mir hat es wirklich besser gefallen. Ja, jetzt reden wir nochmal ein bisschen über das Spiel. Und wir müssen ja einfach Tiere töten, die Pluspunkte geben. Es gibt ja auch Tiere mit Minuspunkten. Wie viel die abziehen, weiß ich nicht. Ne? Aber so Kühe geben halt 5 Punkte, Schweine geben 3, Hühnchen 1. Ne? Und das heißt, mehr Punkte, desto besser. Das heißt, viel Kühe und so töten. Seht ihr, das Schwein hat einen Minuspunkt gegeben. Ich hatte jetzt keine Acht drauf, wie viel wir jetzt verloren haben durch die Minuspunkte. Naja, aber komm, das müssen wir reißen. Und wer wurde Erster? Der Profi natürlich. So, jetzt. Zack, spielen wir hier nochmal ein Spiel. Hier muss man halt so hüpfen. Und zwar durch die Wolle hüpfen. Und ihr seht halt, grüne Wolle gibt einen Punkt. Gelbe 3 Punkte und rote 5 Punkte. Und ja, in dem Spiel bin ich halt nicht sehr toll. Gut, meine ich. Und ja, wir verkacken es hier schon mal schön stark. Ja. Hier so ein paar Einser. Aus den Dreiern wirklich wird's nix, ne? Wenn man uns jetzt auch mal auf dem Scoreboard anschaut, sind wir mittendrin. Das reicht nicht. Wir müssen eigentlich hochgehen. Ja. Und wird's was? Ich glaube nicht. Und wir sind nicht in den Top 3 drin. Naja, nächste Runde wird besser. Die wird immer besser. Und wie gefällt euch allgemein die Videoqualität? Ne? Das ist jetzt eh 1080p, 60 FPS. Und ja, hier im Spiel haben wir halt Farben. Und müssen viele Felder mit den Farben ausbreiten. Und die anderen können halt nicht auf unseren Feldern malen. Ne? Das heißt, hier habe ich jetzt gelb eingezäunt. Gelb kommt hier nicht weiter. Und jetzt machen wir das auch hier mit blau. Seht ihr? Zack, kann blau nichts mehr machen. Es gibt keine freien Felder um blau herum. Grün allerdings, was wir hier sind, hat natürlich am meisten. Na, guck mal, rot machen wir jetzt zu. Das heißt, rot kommt auch nicht mehr weiter. Ja. Und wir haben irgendwie noch ungefähr die Hälfte vom Spielfeld, glaube ich. War es nicht so? Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Wir haben trotzdem krassen Vorsprung. Zack. Rot hat echt nichts mehr. Ja, wie viel wir am Platz haben. Da wurden wir Erster. Ne? Keine Frage, dass man hier Erster wird. Hier in dem Spiel erkläre ich euch auch mal kurz. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Fängt die Wolle halt an zu verbrennen. Und ich denke mal, ihr seht schon gelb, orange, rot. Und nach rot verbrennt sie. Ne? Und das passiert auf denen, denen man steht und vielen herum. Ne? Kleiner Trip. Man steht einfach auf denen, bis es rot wird, geht aufs nächste. So verbraucht man weniger Felder und hat selber genug. Die anderen springen hier umher. Und ich denke mal, dass wir hier schon gut abschneiden. Ne? Durch den Tipp. Zwei Spieler leben noch. Und ich habe gewonnen. Yeah. Nice. Yo, okay. Hier. In dem Spiel, erkläre ich nochmal ganz kurz, müssen wir mit dem Bogen unsere Felder abschießen.
Ne? Und dann beschleunigen wir. Oh, scheiße, ey. Ich sehe irgendwie mein Pfeil nicht. Das könnte jetzt ein kleines Problem schon sein. Aber wir haben trotzdem guten Speed mit ca. 8 Blocks die Sekunde. Blöcke. Wird ja immer langsamer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen anderen Block abschießen, das heißt einen, der nicht uns gehört, kriegt halt der andere den Boost. Ne? Das heißt, es macht uns nicht langsamer. Zack, komm schon. Jetzt sehe ich wieder so ein bisschen mein Pfeil. Das holen wir jetzt nochmal raus. Ne, komm schon, den überholen wir. Wir haben Top Speed drauf. Und bam. Und. Oh, verdammt. Und bam. Und. Na, fuck. Und. Zack. Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr, den zu überholen. Naja, zweiter Platz. Auch geil. Und wir führen richtig. Ike. Das Spiel hasse ich. Nochmal kurze Erklärung, ne? Hier muss man irgendwie einfach Fledermäuse hitten. Und ein Schlag, halt eine Fledermaus, gibt halt einen Punkt. Ich hasse das Spiel wie die Pest, aber irgendwie muss ich sagen, bin ich gut in dem Spiel, in dem Game. Keine Ahnung, wieso? Keine Ahnung, aber mal schauen, ob es jetzt wieder läuft. Normalerweise werde ich da immer Erster. Obwohl ich irgendwie immer verkacke. Das ist die Frage, was die Menschheit schon seit Jahren beschäftigt. Aber. Dritter, okay. Okay. Ich hatte so einen scheiß Start. Aber kann noch ein bisschen was reißen, also. Oh, jetzt kommt ein Zug. Scheiße. Also meine Frage jetzt irgendwie ist, sind die anderen scheiße? Weil, ey, ich wurde Zweiter. Ich wurde Zweiter und jetzt hört ihr im Hintergrund gleich einen Zug. Wenn der kommt, werde ich ganz schnell mein Mikrofon muten. Ich bin schon bereit. Zum Glück habe ich zwei Monitore. Ich mach's. Und jetzt, kurz noch Einladung des Spiels. Hier muss man sich einfach unter den Block da drunter stellen. Denn wenn man von Schneebällen getroffen wird. Warte, der Zug kommt. So, der Zug ist vorübergegangen. Hat ein bisschen lang gedauert, ne? Naja, kann man nichts machen. Hier bin ich verkackt. Hier verkacke ich einfach. Ich verkacke einfach. Ich war einfach schon. Ich war doch unter dem Feld, ne? Aber ich verkack's. Verdammt, ey, ich hasse das. Naja, für den dritten Platz reicht's noch. 14 Steine. Der zweite könnte mir gefährlich werden. Der hat schon 11. Aber hier, ja, schnell noch hier Wolken ausschalten. Denn, ja, die behindern mich bloß. Und hier muss man einfach runterfahren. Und man darf nichts berühren. Weil sonst geht man wieder an den Anfang. Aber die Meter, die man zurückgelegt hat, die bleiben natürlich gespeichert, zum Glück. Weil sonst wäre es ein bisschen ein Spiel auf Glück. Aber hier haben wir schon mal einen guten Start. Okay, kann man nicht packen. Das kann man einfach nicht packen. Aber unser Start war gut. Und wir, ey, ich sehe gerade, irgendwie sind wir bloß noch zu dritt. Okay. Oh nice, haben die jetzt alle geleftet. Weil, ich weiß, ich bin halt so gut. Möchte ich doch meinen. Und hier, kurz, oh komm, das kann man ja nicht packen. Wir waren kurz vorm Ziel. Das kann man ja nicht packen. Oder ich glaube, dass die
zurückgelegten Meter gespeichert werden. Keine Ahnung. Jo, anscheinend schon. Und der zweite Platz ist im Kasten. Hier muss man sich jetzt, ganz wieder kurze Erklärung. Hier muss man sich jetzt einfach Schweine angeln. Und die dann in das Loch reinholen. In dem Spiel bin ich immer scheiße. Einfach nur, weil die immer so am Rand stehen bleiben und wieder reinlaufen. Yo. Oh, es läuft doch. Ey, das ist anscheinend gar nicht mal schlecht. So ein bisschen Kopf hoch zu machen. Und sich so dann die Schweine zu grabben. Oh, Skiller. Okay, das war schlecht. Und jetzt nochmal. Okay. Sind wir anscheinend wieder zurückgeflogen. Ne? Ins Wasser gesprungen. Komisch. Komm. Komm, Schweinchen. Komm mit. Komm, ich brauch dich. Ja, komm, jetzt wird das Ding wieder höher. Das macht's schwieriger. Okay, ich geh wieder runter. Das Spiel hat's gemerkt, was für Noobs hier drin sind. Aber der eine Typ überholt mich. Aber ich ziehe natürlich wieder nach. Jetzt überholt er wieder. Komm, ich muss nachziehen. Oh, du scheiß Schwein, komm schon. Und weiter. Okay, knapp. Knapp wurden wir. Zweiter Platz. Cool, damit verabschiede ich mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.